Heute bereiten wir uns auf die Schule vor. Lasst uns Make-up in Schulmaterial umwandeln und unsere Freunde reinlegen. Es sind noch Ferien. Oh, das Lineal meiner Freundin ist zerbrochen. Sie wird es wohl nicht mehr benutzen. Ich gebe ihr mein spezielles Lineal. Es geht schnell und ist einfach, solch ein Lineal zu machen. Und die Reaktion eurer Freunde ist die Mühe wert. Schneidet eine Papierlinealvorlage aus. Legt eine Nagelfeile an und schneidet die Form aus. Klebt das Lineal an und schneidet die Ränder ab. Meine Freundin zieht eine Linie mit dem Lineal. Und ich muss noch meine Nägel feilen. Ich tue dies mit dem Lineal, als wäre es ganz normal, ein Lineal als Nagelfeile zu benutzen. Meine Freundin starrt mich an. Sie versteht nicht, was los ist. Es ist ein praktisches Multifunktionstool, das ein Lineal und eine Feile kombiniert. Ich glaube, sie will auch solch ein Lineal. Wollt ihr auch ein Lipgloss benutzen? Vorsicht! Es könnte nicht das Make-up sein, welches ihr erwartet. Entfernt die Spitze des Klebers. Füllt den Papierkleber in den Lipgloss um. Überprüft, ob der Kleber funktioniert. Perfekt! Zeigt eurer Freundin, was dieser Lipgloss eigentlich genau ist. Es ist eigentlich ein Kleber. Er braucht wenig Platz und ist bequem zu bedienen. Die Oberseite zieht eine feine Klebschicht auf das Papier. Ist es ein Make-up-Schwamm oder ein Stift? Es ist beides. Glaubst du's? Nein? Dann schau's dir an. Entfernt die Mine von dem Stift. Steckt ihn in den Schwamm. Dann den Rest abschneiden. Deckt das Loch mit einer Blumenverzierung ab. Ich behaupte, ich frische mein Make-up auf. Meine Freundin braucht einen Stift. Sie kann nicht glauben, warum ich ihr den Schwamm gebe, da sie ja einen Stift wollte. Und schließlich bemerkt sie, dass es kein einfacher Schwamm ist, sondern ein Stift. Es ist leicht und einfach, mit ihm zu schreiben. Ich habe auch einen speziellen Stift. Dieser dient auch als Stressabbauer mit farbigen Blasen im Inneren. Fügt Farbe in das Wasser hinzu. Mit einer Spritze die Farbe aufziehen und dem klaren Lipglossbehälter füllen. Gießt ein wenig Glycerin oder Öl in eine Tasse. Vermischt damit Farbpigmente, die in Öl aufgelöst werden können. Dann gut mischen. Fügt das getönte Glycerin in das farbige Wasser hinzu. Setzt die Mine in den Behälter ein. Dichtet es mit wasserfestem Kleber ab. Bemalt die Spitze mit Nagellack. Und bringt es mit Glitzer zum Funkeln. Meine Freundin ist aufgeregt. Sie hat sogar vergessen, was ich schreiben wollte. Sie dreht den Stift immer wieder um. Sie beobachtet die Blasen. Es ist erstaunlich, was man aus gebrauchten Lipgloss herstellen kann. Ich habe auch einen einzigartigen Marker. Er ist winzig und praktisch. Lasst uns einen machen. Entfernt die Lippenstiftreste mit einem Wattestäbchen. Nehmt einen Marker auseinander. Kürzt den Marker. Fügt etwas Heißkleber in den Lippenstiftbehälter. Dann setzt den Marker ein. Eure Freundin wird es bestimmt mögen. Ihr könnt ihn raus und wieder reindrehen. Und nun den Deckel rauf. Er kann schreiben und zeichnen. Ich wünschte, ich könnte ihn auf meine Lippen auftragen. Ist es ein hochwertiges Puder? Nein, es ist ein Notizblock. Und nebenbei sehr nützlich. Zeichnet ein Stück Farbpapier an und schneidet es ab. Ihr könnt so viele Farbseiten verwenden, wie ihr möchtet. Deckt die Seiten mit Pappe auf beiden Seiten ab und befestigt diese mit Gummikleber über die Kanten. Drückt es mit der Klemme zusammen. Dann entfernt die Klemme, sobald der Kleber trocken ist. Dann zieht die Pappe ab. Befestigt zwei Pappteile auf ein Stück schwarzes Papier. Schneidet die Ecken ab und faltet die Kanten zusammen. Überklebt die Pappe mit einer glänzenden Pappe. Dann überklebt die Mitte. Klebt die farbigen Seiten auf die andere Seite. Fügt dem Cover ein Make-up-Markenlogo hinzu. Beeindruckend! Cool! Das sieht sehr edel und teuer aus. Was ist das? Seiten? Es ist ein Notizblock. Du bist so erfinderisch. Schenkst du es mir? Ein riesiger Lippenstift? Dieser spezielle Stiftbehälter ist dafür gemacht, um eure Freunde zu beeindrucken. Schneidet eine runde Pappe von einer Frischhaltefolie durch. Zeichnet es auf dem schwarzen Papier an
und markiert es. Dann schneidet es aus. Schneidet das Papier drumherum an. Wir brauchen zwei identische Teile. Dann faltet die angeschnittenen Fransen am Rand und klebt sie auf die Rolle. Markiert die Länge auf dem schwarzen Papier. Schneidet es aus und bedeckt mit Kleber die Rolle. Bemalt den Rand mit schwarzem Nagellack. Rollt das Papier auf. Steckt es in die Papprolle, klebt es und fixiert es mit einer Büroklammer. Macht genau dasselbe mit der kleineren Rolle und bedeckt es mit rosa Papier. Malt den Rand mit einem rosa Marker an. Schneidet einen rosa Kreis aus und klebt ihn an den schwarzen Boden an. Dann steckt die rosa Rolle an der schwarzen an. Fügt ein Make-up-Markenlogo hinzu. Meine Freundin möchte etwas in das Puder-Notizbuch eintragen. Ich habe auch etwas Beeindruckendes. Ich gebe ihr diesen riesigen Lippenstift als Bleistiftbehälter. Ihr gefällt es. Es ist unglaublich. Wimperntusche scheint eine perfekte Tarnung für einen Pinsel zu sein. Ihr könnt diese ungewöhnliche, aber praktische Sache selbst und schnell machen. Schneidet die alte Bürste von einem Wimperntuschenstab ab. Ersetzt es mit einem Pinsel. Dann brecht die Spitze ab. Klebt es an den Mascara-Stab an. Entfernt den Abstreifer. Den brauchen wir nicht. Meine Freundin malt mit einem normalen Pinsel. Ich nehme meinen speziellen. Sie wundert sich, dass ich das Make-up zum Malen nehme. Die Wimperntusche ist ein praktischer Pinsel geworden, da er perfekt zu meiner Stiftbox passt. Werft nicht voreilig eure leeren Lippenpflegebehälter weg. Es kann als perfekten Radiergummi dienen. Setzt eine Reihe von Gummibändern zusammen. Formt einen Ball. Wir haben das bereits in dem Gummiband-Lifehack-Video gezeigt. Schneidet den mittleren Teil des leeren Balsambehälters aus. Dann setzt den Gummibandball hinzu. Anschließend Heißkleber verwenden. Jetzt baut wieder alles zusammen. Lasst uns meine Freundin reinlegen. Sie ist konzentriert und zeichnet etwas. Ich öffne den Balsam vor ihren Augen und radiere ihre Zeichnung weg. Zuerst ist sie erschrocken. Dann sieht sie, dass es ein Radiergummi ist anstatt Balsam. Ich dachte, ich bin sehr erfinderisch. Ach, meine Freundin hat auch solch ein Radiergummi. Aber er sieht aus wie ein echter Lippenbalsam. Es ist ganz einfach, so etwas zu machen. Wir haben einen ähnlichen Schlüsselbund in dem letzten Lifehack-Video gemacht. Beschmiert die Behälteroberseite mit Vaseline. Füllt es mit farbigem Glitzer-Heißkleber. Der normale Heißkleber wird auch reichen. Dann entfernt den Klebeball. Formt einen Kreis mit Heißkleber auf Pergamentpapier, welches mit Vaseline bestrichen wurde. Drückt den Behälter in den Heißkleber. Dann entfernt das Papier. Entfernt den restlichen Kleber. Der Ball bedeckt den gesamten Inhalt. Befestigt den Klebeball. Der farbige Glitzerkleber sieht genauso aus wie der selbstgemachte Lippenbalsam. Und er radiert wie ein normaler Radiergummi. Man würde nicht denken, dass es sich um ein Radiergummi handelt. Ist es ein doppelseitiger Lipgloss? Nein, es ist Korrekturflüssigkeit und Kleber in einer Flasche. Öffnet einen leeren doppelseitigen Lipglossbehälter. Entfernt den Abstreifer. Gibt die Korrekturflüssigkeit auf der einen Seite ein. Dann setzt den Abstreifer wieder auf. Schließt die Behälter. Dann fügt ihr Kleber auf der anderen Seite ein. Klebt einen dünnen Streifenabdeckband um jedes Ende. Den Behälter mit einem klaren Nagellack bepinseln. Dann mit Glitter verzieren. Entfernt dann das Band. Überstreicht nochmals mit Nagellack, um es zu fixieren. Meine Freundin sucht ihre Korrekturflüssigkeit und den Kleber. Es kostet viel Zeit und sie nehmen auch viel Platz weg. Aber ich habe einen kleinen Behälter in Stiftgröße. Die Korrekturflüssigkeit ist auf der einen und der Kleber auf der anderen Seite. Es ist so einfach, Fehler zu korrigieren. Durch den Applikator lässt sich die Korrekturflüssigkeit sparsam auftragen. Und der Kleber ist auf der anderen Seite. Wir hoffen, dass diese seltsamen, aber lustigen Schulmaterialien genau das Richtige für euch sind. Sagt uns, was ihr am meisten mögt. Vergesst nicht zu abonnieren und kommentieren.
Seht euch unsere neuesten Videos an.